distrowatch.com ist die erste Anlaufstelle für alle, die mal wissen möchten, welche Open-Source-Betriebssysteme denn auf dem Markt aktuell verfügbar sind und vor allem, wie auch der aktuelle Entwicklungsstand ist. Hier werden regelmäßig alle Aktualisierungen veröffentlicht mit den neuen Versionshinweisen und zusätzlich gibt es auch ein Ranking der Betriebssysteme. Und hier ist etwas ganz Besonderes, denn wenn ich jetzt hier mal auf das Jahr 2019 gehe, auf Los, sehe ich, seit 2019 gibt es ein Betriebssystem, MX Linux, welches sich hier den ersten Platz ergattert hat. 2020 ebenfalls erster Platz und wenn wir jetzt noch die letzten 6 Monate nehmen, ebenfalls MX Linux immer noch auf dem ersten Platz. Mittlerweile nur noch ganz knapp, aber immerhin. Aber was ist MX Linux überhaupt? Und hat es den ersten Platz überhaupt auch verdient? Dann schauen wir mal hin. Heute installiere ich MX Linux und wir schauen uns genau an, was MX Linux ist und ob sich das für dich lohnt. Also schnapp dir einen Tee, los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute installieren wir MX Linux, die ewige Nummer 1 auf distrowatch.com. So, wenn wir uns mal schnell auf der Produktseite auf distrowatch.com umsehen, kriegen wir schon eine gute Zusammenfassung, was MX Linux so ist. Es ist also ein Betriebssystem, welches auf Debian und Antix basiert. Antix ist quasi ein Betriebssystem ohne System D, also ohne das Init-System D. Komme ich gleich noch zu, was das ist. Kommt aus Griechenland, das heißt, der Entwickler ist Grieche und kommt mit mindestens 2 Desktop-Umgebungen, KDE Plasma und XFCE. Auf der Webseite sehen wir noch Fluxbox als dritte Möglichkeit. Schauen wir mal, eine Besonderheit von MX Linux ist das fehlende SystemD. Wenn ein Computer gestartet wird und dieser Computer ein Betriebssystem startet, wird ein erster Prozess gestartet, und zwar das Init-System. Das Init-System sorgt dafür, dass Hardware und Software zusammenspielen und fängt auch an, alle Services und Dienste des Systems zu starten, sodass das Betriebssystem quasi nutzbar ist. Und ein ziemlich weit verbreitetes Init-System ist Systemd. Nun ist es so, dass Systemd zwar ziemlich weit verbreitet ist, aber auch bei einigen Linux- und Unix-Anhängern stark in der Kritik steht, da Systemd wohl nicht mit der Unix-Philosophie übereinkommt. Der Erfinder des Unix-Pipes, Douglas McElroy, hat das Ganze zum Thema Unix-Programme mal so zusammengefasst: Schreibe Computerprogramme so, dass sie nur eine Aufgabe erledigen und diese gut machen. Schreibe Programme so, dass sie zusammenarbeiten und schreibe Programme so, dass sie Textströme verarbeiten, denn das ist eine universelle Schnittstelle. Gewöhnlich wird das verkürzt zu mache nur eine Sache und mache sie gut. Das kann man auch so zusammenfassen. Und ja, Systemd steht eben in der Kritik, eben viel zu viele Sachen auf einmal machen zu wollen und zu sehr aufgebläht zu sein, ohne die Sachen, die es eigentlich machen soll, richtig zu machen. Und hier kommt Antix Linux ins Spiel. Antix ist quasi der Partner oder der Partner von MX Linux. Hier steht auch, MX Linux ist eine Kooperation zwischen Antix und MX Linux Communities. Ja, und Antix hatte sich damals auch auf die Fahnen geschrieben, ein Open Source Betriebssystem zu entwickeln ohne Systemd. Und das hat MX Linux hier ebenfalls übernommen. Allerdings ist Systemd trotzdem vorinstalliert. Es ist bloß noch nicht aktiviert. Wer also Systemd und den gesamten Funktionsumfang von Systemd nutzen möchte, der kann das auf jeden Fall aktivieren. So, wie dem auch sei, dann wollen wir mal uns der Installation widmen. Ich habe hier schon eine virtuelle Maschine gestartet und MX Linux ins CD-Laufwerk eingelegt. Und ja, dann wollen wir doch mal schauen. Los geht's!
Gut, bevor wir uns die ganze Oberfläche angucken, werden wir einfach erstmal die Installation durchführen. Genau. So, was haben wir hier? Keyboard-Einstellungen. Standard-Layout ist US. Das wollen wir aber nicht. Deswegen fügen wir jetzt mal ein Layout hinzu. Okay, perfekt. So, dann machen wir weiter. Next. Und ja, hier können wir jetzt die Festplatte partitionieren. Ich habe eine 60 GB Festplatte drin. Und wir können das Ganze manuell partitionieren oder wir lassen das Ganze auf automatisch. Ich lasse das jetzt auf automatisch und gehe einfach auf Weiter. Alles löschen, jawohl. Und dann Install Grub for Linux und Windows. Das machen wir auf jeden Fall ESB für den Fall, dass wir ein anderes Betriebssystem installieren möchten. So, Computername, lass mal MX, Domain, mach mal MX.local Domain und Working Samba Server brauchen wir jetzt nicht und machen weiter. So, dann die Zeitzone. Wir sind in Deutschland, Berlin. So, wer es findet, schreit ganz laut hier. Hier, Deutschland. So, dann Europa und Berlin. Format 24 Stunden. Das ist okay. Kann alles so bleiben. Service Setting Advanced. So, das wird alles dann automatisch gestartet bei einem Neustart. Das sieht alles ganz gut aus, kann also so bleiben. Und weiter. Und hier können wir jetzt einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben. Da nehmen wir natürlich ein super kompliziertes Passwort. Und Root-Passwort ist das gleiche. So, dann können wir das so lassen und weiter. Ja, und jetzt heißt es einfach abwarten, bis er fertig ist. Und die Installation ist fertig. Dann können wir das System neu starten. Los geht's. Und hier haben wir auch schon das Grub-Menü. Und los geht's. Und schon können wir uns einloggen. Und los geht's. Auch hier wieder möchte ich erstmal noch fix die Bildschirmeinstellungen verändern. Wenn wir MX Linux gestartet haben, dann werden wir begrüßt mit diesem wunderschönen Willkommensbildschirm. Und hier können wir mit Hilfe dieses Willkommensdialogs uns schon mal einen ersten Überblick verschaffen, was wir denn so alles machen können. Also hier werden schon mal alle Fragen, wichtigen Fragen beantwortet. Zumindest gibt es schon die ersten Links dahin zum Benutzerhandbuch, zum Forum und anderen Beiträgen. Und mich interessiert mal, was hinter Tools steckt. Hier bei MX Tools kann man MX-spezifische Einstellungen schon verändern, wie zum Beispiel den Kalender, Conky, das ist die Uhrzeit, die hier auf diesem, das ist dieses Widget auf dem Desktop, das ist Conky, da kommen wir dann gleich noch zu, Klänge, Helligkeit und so weiter. Und wir haben hier einen Menü-Editor, wo wir dann die ganzen Menüpunkte auch selber kreieren können. Sehr interessant, wir gehen mal wieder zurück und schauen, was wir hier noch so haben. Tweak, Panel etc. So, die aktuellen Paneleinstellungen wurden im versteckten Ordner Restore im Home-Ordner gesichert. Sehr schön für den Fall, dass wir hier Bockmist bauen, können wir mit diesem Restore wieder zurücksetzen auf das Original. Sehr schön. Gut, und hier kann ich dann schauen, wo ich denn die Leiste haben will, wie das Erscheinungsbild ist. Schauen wir doch mal, die Leiste. Ah ja, da sind wir ja jetzt gerade drin. So, Leiste waagerecht anzeigen.
Unten, dann gehen wir mal auf Anwenden und jawohl, so wird jetzt halt Leiste unten angezeigt. Ich persönlich finde es ein bisschen besser, wenn die Leiste unten ist. An der Seite ist jetzt nicht so meins, aber das ist natürlich Geschmackssache. Hier können wir dann alles wieder auf den Standard wiederherstellen, für den Fall, dass wir so viel verändert haben, dass es uns dann auch gar nicht mehr gefällt. So, hier gibt es dann eine Reihe von Themes, also Themen, die man eben auswählen kann, die das Erscheinungsbild verändern. Wir gehen mal auf MX Dark, schauen uns das Ganze an. Ah ja, hier in der Vorschau kann ich dann schon mal sehen, wie das Ganze dann aussieht. So, ich öffne jetzt einfach mal so ein Fenster. Das ist jetzt ein Dateimanager, ganz normal. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze so aussieht. Einmal anwenden. Ah, schon sehr viel freundlicher für die Augen. Jetzt hat sich hier unten auch die Leiste schön geändert. So, Graybird, schauen wir mal. Einmal anwenden. Ah, das hatten wir, glaube ich, gerade. Ah nein, da ist hier oben die Fensterdekoration etwas anders. Auch sehr interessant. Was haben wir hier? Numix. Oh, interessant. Einmal anwenden, schauen wir mal. So sieht der Numix aus, wer es also ein kleines bisschen farbenfroher haben möchte. Finde ich auch gar nicht so schlecht. Ich bleibe jetzt aber einfach mal bei MX Dark. Einmal angewendet. So, dunkles angepasstes Firefox Farbschema. Jetzt öffne ich mal Firefox und möchte mal schauen, wie Firefox aktuell aussieht. Ja, so sieht Firefox aus. Wenn ich jetzt hier auf Anwenden klicke und fertig, eine neue Start. Okay, neuer Start von Firefox. Machen wir. Close und Neustart. Ah ja, jetzt ist Firefox heller. Ah, okay, das bedeutet also, wenn ich hier den Haken reinmache, dann bleibt Firefox bei seinem eigenen ursprünglichen Farbschema. Gut, wir machen das Ganze aber wieder rückgängig. Und ich mag das dunkle Thema ein bisschen besser, weil es schön für die Augen ist. So, hier. Da haben wir es. Sehr gut. So, machen wir wieder zu. Gucken wir mal weiter. Kompositor. Das sieht jetzt erstmal so ganz gut aus. Das ist die Fensterdekoration. Der Bildschirm haben wir hier noch die Skalierung und die Auflösung. Das Ganze wird hier auch mit X-Render skaliert. Das ist ja das, was ich immer gerne nutze im Terminal. So, Konfigurationsoptionen. Mal schauen, was wir hier noch so alles einstellen können. Aktion in Tuner. Tuner ist der Dateimanager. Kann man hier zurücksetzen. Ruhezustand im Logout-Menü zulassen. Ach, wir lassen einfach alles so, wie es ist. Das sieht alles ganz gut aus. Light-DM auf Systemvoreinstellung zurücksetzen. Ist aktuell zurückgesetzt. Brauchen wir also aktuell nicht ändern. Und Passwort für administrative Aufgaben ist das Root-Passwort. Hier kann ich sogar das Benutzerpasswort festlegen. Ja, das funktioniert auch. So, einmal weiter. Gut, dann war das doch schon mal eine super erste Erfahrung. Einfach mal direkt hier über das Tweak-Tool von MX Linux. So, schauen wir doch mal an, was wir sonst noch so alles Schickes haben. Ja, das, was natürlich wunderbar auffällt, ist dieses Widget hier, diese Anzeige. Hier wird einmal das Datum angezeigt, die Uhrzeit und Festplattenauslastung, Speicherauslastung und CPU-Verbrauch. Dieses kleine Widget nennt sich Conky. Und mit dem Conky Manager kann man dann hier das Aussehen des Widgets entsprechend, ja, ändern oder auch bearbeiten. Wenn ich jetzt hier einfach mal ein anderes Widget hier auswähle, dann wird jetzt hier noch eins hinzugefügt. Das Licht, ja, weil ich ja hier zwei habe, wird das hinzugefügt. So kann man sich das wunderbar auch anschauen. So, was haben wir denn hier noch? MX Gotham. Gucken wir mal. Oh, das gefällt mir sogar noch sehr viel besser. Dann machen wir das hier einfach weg. Und Start. Nee, das machen wir weg. Ah ja, ist schon fertig. Super. So, das gefällt mir. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nee, so finde ich das sogar gerade mit dem Desktop-Hintergrund. Wobei das Desktop-Hintergrundbild könnte man sicherlich auch noch ändern. Ja, dann machen wir mal gleich als nächstes. So, Hintergrund, Schreibtisch, Hintergrundbild. Was haben wir denn hier Schönes? Aha, das sieht aus wie Standard-Hintergrundbilder. Hier haben wir
Pferde passt natürlich jetzt hier oben mit dem Konki nicht so ganz. Hier haben wir dann, das hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, schon. Und hier haben wir noch eine schöne Natur am See. Das sieht auch sehr, sehr, sehr schön aus. Ich nehme jetzt aber mal den Weltraum. Nein, ich nehme das Schwarz-Weiß. Das sieht auch sehr schön aus. So, genau. Dann schauen wir uns mal hier im Menü um. Das Menü selber ist ziemlich ja, selbsterklärend. Das ist alles wunderschön hier links, rechts kategorisiert. Ja, also wir haben hier unsere Kategorie, zum Beispiel Büro, und dann werden hier die Büroanwendungen angezeigt. LibreOffice ist als komplettes Paket bereits vorinstalliert. Zusätzlich gibt es noch eine Kalenderanwendung, eine Welturzeitanwendung, PDF-Viewer, diverse und ein E-Book-Reader. Das finde ich auch sehr gut. Dann haben wir GIMP ebenfalls vorinstalliert. Und was haben wir noch? Als Internet, da haben wir hier den Firefox, ein Chat-Tool und Thunderbird als E-Mail-Client. Und ja, und ansonsten gibt es hier allerlei MX-eigene Werkzeuge, wie zum Beispiel ein Rettungssystem, ein Rescue-System, das Benutzermanagement direkt für MX oder eben auch Boot-Optionen, die ich hier eben über MX-Boot-Optionen festlegen kann. Falls die Boot-Optionen mal fehlerhaft konfiguriert sind und das System nicht mehr hochfährt, kann man über eine Live-CD auch starten, die MX-Boot-Reparatur, und dann kann man das ganze Boot-System wieder zurücksetzen. So, dann habe ich jetzt hier einfach mal Cleanup ausgeführt. Ich würde gerne wissen, was das ist. Oh, es ist tatsächlich eine eigene Anwendung, so wie es aussieht, MX Cleanup. Ja, tatsächlich. Ja, sonst wird ja, sonst gibt es auch schon diverse Open Source-Anwendungen, die auf anderen Betriebssystemen schon angewendet werden, wie zum Beispiel Stacer. Ja, und hier haben sie eine eigene Anwendung, um zum Beispiel den Cache zu leeren, um alte Dateien, den Papierkorb zu leeren und so weiter, um da das System ein bisschen aufzuräumen. Das Menü selber kann man hier sogar noch anpassen. Hier kann man Kategorien, noch eigene Kategorien hinzufügen und zu den Kategorien dann noch Programme hinzufügen. Und ja, das Terminal ist das XFCE-Terminal mit einer leichten Transparenz. Ach so, wegen Systemaktualisierung, genau, das ist noch ganz wichtig. Wenn ich das System aktualisieren möchte, gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einmal kann ich hier einfach auf den MX-Updater gehen, denn das MX-Linux hat bereits ein eigenes Update-System. Ah, der ist schon gestartet hier unten. So, dann kann man hier entsprechend die ganzen Updates entsprechend durchführen. Hier hat er jetzt quasi schon das Update bereits durchgeführt und zeigt mir auch schon an, was alles aktualisiert werden kann. Ja, und alternativ kann ich natürlich auch weiterhin über die Konsole sudo, ja, auch reinklicken, sudo apt-update. Hier ist der apt-Manager installiert. Ja, da das Ganze ja auf Debian basiert. Einmal Typ, und ja, apt, man sollte es auch richtig schreiben. Und dann funktioniert das auch. Und hier sehen wir auch Debian. Ist Debian.org, sind die Repo-Quellen, die Repositionen, genauso wie die eigenen Repo-Listen von MX Linux. Ja, und dann einfach Upgrade und dann geht's los. Dann kann man hier alles Mögliche absichern. Hier ist schon bereits ein neuer Kernel verfügbar. Ich mache jetzt erstmal Nein und schau mal, ob NeoFetch vorinstalliert ist. NeoFetch. Jawohl, ist vorinstalliert. Hier sehen wir nämlich schon, mit welchem Kernel ausgeliefert wird, mit 5.10. Ich glaube, 5.10.7 ist der aktuelle MX-Kernel nach einem Update. Ja, MX Linux, ein ziemlich solides System. Sehr gut geeignet für Anfänger auf jeden Fall, weil es sich wirklich unglaublich intuitiv und einfach bedienen lässt. Desweilen ist MX Linux auch optisch sehr, sehr schön und sehr, sehr umfangreich konfigurierbar. Das liegt an dem FFF,
Das liegt an dem XFCE Desktop, der wirklich unglaublich viele Möglichkeiten des Konfigurierens bietet. Und ja, probier es einfach mal aus. Es ist sehr zu empfehlen. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja nur so ein Typ im Internet.